Hallo und willkommen zu einem weiteren Tutorial von itnative.de. Heute haben wir zum Thema Administration und Konfiguration eines Teamspeak 3 Servers. Ich möchte euch dazu zwei Tools vorstellen: einmal den TS3 Admin und das JATQA Tool, also Yet Another Teamspeak Query Agent. Beide Programme haben ihre Vor- und Nachteile und ich denke, damit kann man auch recht gut seine Administration durchführen. Das erste Programm ist TS3 Admin. Das Ganze ist sehr einfach gehalten. Das Programm ist eigentlich recht selbsterklärend, hat dafür aber allerdings auch nur eine eingeschränkte Funktionalität. So, ich beginne einfach mal damit, indem ich mich auf meinem Teamspeak-Server einlogge. So, das Programm ist in .NET geschrieben, das heißt auf Deutsch, man sollte auf jeden Fall das .NET Framework installiert haben. Wenn man das nicht hat, ist das kein Problem. Das .NET Framework kann man sich kostenlos herunterladen. Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. So, beginnen wir einmal mit der Übersicht. Wenn man sich mit dem Server verbunden hat, man hat es vorhin schon gesehen, er gibt mir hier richtig schön Rückmeldungen, was er gerade getan hat. Man kann das Profil, das man hier einlegt, auch speichern. Das heißt, man kann mehrere Profile anlegen und auch mehrere Server damit verwalten. Wie gesagt, das Programm ist sehr einfach gehalten, hat dafür auch nur eine eingeschränkte Funktionalität. Das erste, was recht gut bei dem Programm ist, ist die Übersicht. Man sieht, welche Serverversion gerade läuft, wie lange der Server läuft, wie viele Daten gesendet und empfangen wurden. Und man sieht auch in real time, welche Bandbreite der Server gerade benutzt. Sieht man hier schön bei Send Traffic und Receive Traffic, was er gerade ausgibt und was gerade reinkommt. Und man sieht natürlich auch die Build-Version von dem Programm selbst. Man sieht auch hier oben richtig schön, wer gerade eingeloggt ist und vor allem, wie viele Clients gerade online sind und wie viele Slots schon vergeben wurden. Damit kommen wir auch gleich zum zweiten Fenster. Man sieht hier richtig schön die Übersicht über die einzelnen Server, die auf der Insta also die einzelnen Teamspeak-Instanzen, die auf dem Server laufen. Momentan sind es 9 Server mit insgesamt 465 Slots. Das heißt, ich könnte theoretisch noch einen Server anlegen. Das einzige Problem, was der TS3-Admin ab und zu mal hat, ist, dass er eben hier nicht sagen kann, wie viele Daten schon gesendet und empfangen wurden. Das ist ein kleiner Fehler vom Programm selbst, der hoffentlich in der nächsten Version behoben wird. Die Updates werden bei jedem Start automatisch abgerufen. Das heißt, eine neue Version muss nicht manuell geupdatet werden, sie wird automatisch heruntergeladen. Wenn man nun einen Server erstellen möchte, ist das Ganze auch recht einfach. Man gibt seinen Namen ein, man sagt, wie viele Slots möchte der Server haben. In dem Fall machen wir einfach mal 15. Er gibt den Port an. Bei dem Port muss man, wie gesagt, aufpassen, dass hier nicht schon irgendein Port belegt ist. Man sieht hier auch die Übersicht, welche Ports schon vergeben wurden. Wir benutzen hier jetzt einfach mal den Port 2220. Man kann auch schon direkt beim Erstellen ein Serverpasswort angeben. Das heißt, unser neuer Server würde theoretisch von vornherein direkt passwortgeschützt sein. Das geht bei anderen Programmen bisher nicht. Also ich habe noch kein anderes Programm gesehen. Bei dem Programm, das ich später vorstellen werde, geht es auch nicht. Da ist der TS3-Admin momentan noch eigentlich recht unique. Ja, wenn man fertig ist, sagt man dann einfach Create und bekommt dann hier unten auch seinen neuen SA-Token angezeigt, den man eben auf dem neu erstellten Server benutzen muss, um seine SA-Rechte zu bekommen. Das Ganze kann man auch in der Datei speichern. Von daher, wie gesagt, auch recht einfach. So, unsere neu erstellten Server sehen wir hier auch schon. Wir sehen hier auch, wir können ihn auch einfach stoppen oder eben auch löschen. Update bedeutet, dass er hier die komplette Liste nochmal neu lädt. Und man sieht es schön, eben auch noch eine aktualisierte Abfrage bekommen, wie viele Clients gerade online sind und so weiter und so fort. Und das Löschen funktioniert logischerweise auch sehr einfach. So. Eine weitere Funktion des TS3-Admin ist unter anderem auch der sogenannte Viewer. Man kann hiermit direkt auf seine Server gucken, was da gerade los ist. Man sieht die komplette Übersicht, wie als wenn man eingeloggt wäre. An und für sich auch nichts Besonderes, aber nützlich vor allem. Auch hier wieder der Update-Button. Man kann wählen zwischen Auto-Update und eben manuellem Update. Was auch noch möglich ist, eben hier Send to all Servers eine Nachricht schreiben, wenn man zum Beispiel an einen Update plant. Oder man kann auch bestimmte User kicken oder auch nur an bestimmte User eben Nachrichten verschicken.
Das Rechtemanagement ist bei dem DS3-Admin recht, ja, ich sag mal, beschränkt. Denn um Rechte zu vergeben an einen bestimmten User, muss dieser User auch online sein. Man kann nicht an Offline-User Rechte vergeben. Ein bisschen, ich möchte nicht sagen schlecht, aber ein bisschen unproduktiv, denn da sind andere Programme bereits sehr viel weiter. Trotzdem, wie gesagt, man wählt seinen Server aus, sieht hier die User, die gerade online sind und kann eben hier einfach sagen, Add to Group oder eben man klickt an und sagt Remove from Group. Man sieht hier, in welcher Gruppe der Benutzer bereits ist. Zum Beispiel hier nur Guest, könnte ich jetzt hier sagen, Add User to Group. Wäre er in der Gruppe Server Admin, klicke ich hier drauf und sage Remove from Group, ist er aus der Gruppe draußen. Eigentlich auch recht einfach und recht übersichtlich. Der einzige Nachteil eben, dass man nur Online-User verwalten kann. Und das Server Settings, das ist eigentlich ja, recht generisch. Wie gesagt, man vergibt seinen Servernamen, sagt, wie viele Slots er hat, gibt einen eventuell noch einen Hostbanner an. Das Problem ist, dass auch hier wieder das Programm teilweise ein paar kleine Fehler hat, denn er zeigt mir hier zum Beispiel auf meinem Server nicht mehr an, welche Optionen ich hier festlegen kann. Von daher hoffe ich, dass es in der nächsten Version bald behoben wird. Vielleicht funktioniert es bei euch, bei mir hat es bisher noch nicht funktioniert. Ja, das waren im Endeffekt auch schon die Grundfunktionen des Programms. Mehr gibt es auch nicht. Das Einzige, was vielleicht noch recht interessant ist, man kann hier auch direkt seine Server-Token vergeben und diese Token dann eben auch auf dem TeamSpeak-Server eintragen, um einen Admin zu bekommen. Allerdings ja, ist das Ganze auch wieder recht zweifelhaft, weil wenn ich so Server-Admin bin, kann ich eigentlich auch jedem beliebigen seine Rechte zuweisen, sogar wenn sie offline sind. Allerdings, die Funktion ist, würde ich mal sagen, nicht schlecht. So, das war's zumindest hier. Damit wäre das Programm eigentlich schon erledigt. Das zweite Programm, was ich vorstellen möchte, ist der sogenannte Yet Another TeamSpeak Query Agent, wobei ich sagen muss, dass dieses Programm mir bisher am besten gefallen hat, einfach weil es die größte Bandbreite an Funktionalitäten bietet. Auch hier wieder ganz normale Login-Daten, wie eben bei dem anderen Programm auch. Man sieht auch schon direkt nach dem Einloggen, man hat eine viel genauere Statistik, man kann viel mehr Daten abfragen. Nachteil ist eben derzeitiger Download, das Ganze hier ist nicht in Realtime. Das heißt, man muss manuell auf Aktualisieren klicken, um seine aktuellen Stati zu erhalten. Ist ein bisschen verbesserungsbedürftig, aber trotz allem finde ich hier eigentlich den Output wesentlich besser als bei TS3. Hier hat man auch wieder seine ganz normale Serverübersicht. Man kann hier auch wieder eben mit wenigen Klicks einen Server erstellen. Allerdings kann man den Server hier von vornherein nicht passwortschützen. Das müssen wir dann später wieder einzeln machen. Aber dennoch finde ich eigentlich recht gut. Des Weiteren kann man eben hier auch, ohne sich jetzt irgendeinen Server auszusuchen, direkt Chatnachrichten alle Benutzer schicken. Man sieht auch hier wieder, was für eine Datenbank-ID man hat, mit welchem Benutzernamen man eingeloggt ist. Man sieht den aktuellen Standort, wenn es denn möglich wäre. Momentan funktioniert es noch nicht. Das richtig Schöne an diesem Programm ist, man kann Snapshots von einem Server erstellen, sozusagen ein Backup, und kann das auch später wieder zurückspielen. Das habe ich bisher bei keinem anderen Programm gesehen, von daher sehr, sehr praktisch vor allem. So, wenn wir hier jetzt einen Server auswählen, sehen wir auch hier gleich wieder in der Statistik, es gibt ein viel mehr Output. Allerdings ist das Ganze auch recht unübersichtlich. Das heißt, man muss wirklich Stück für Stück durchgehen, was möchte ich wissen, wo kann ich das Ganze abrufen. Ich persönlich habe es noch nie gebraucht. Allerdings, was richtig schön ist, man kann hier direkt Name, Aussprache, Machine-ID, kann man alles direkt hier einstellen. Die Slots kann man on the fly verändern, was auch sehr, sehr praktisch ist. Und erweitert hat man eben auch sämtliche andere Funktionen und hier kann man wirklich alles einstellen. Wie gesagt, teilweise recht unübersichtlich, allerdings ist allein die Funktion, was man machen kann, einfach nur genial. Von daher, ja, bei vielen Funktionen muss man sich bei anderen Programmen in den Client einloggen und das Ganze manuell bearbeiten, kann man hier eben über das Interface machen. Finde ich persönlich sehr praktisch. Benutze ich auch eigentlich recht häufig, gerade eben bei Passwort, wenn ich ein Passwort setzen muss, oder eben bei der Gruppenvergabe. Was auch recht praktisch ist, ist eben hier der Hostbanner, kann man auch direkt hier setzen, man muss sich nicht mehr einloggen. Recht funktional. Bans und Co. ist auch sehr schön gemacht, wenn auch teilweise ein bisschen komplex und kompliziert. Man kann seine Beschwerden und seine Bannliste eben einsehen. Ein neuer Bann muss eigentlich wirklich
Ja, ich sag mal, es ist ein bisschen komplex. Wie gesagt, man kann hier entweder eine IP-Bahn, gibt sein Ziel ein, seinen Grund ein, die Dauer 0 ist in dem Fall unendlich. Die globale ID ist das Problem, die muss man sich wirklich aus der Datenbank rausziehen, was teilweise ein bisschen ja, fieselig sein kann, weil die Benutzerdatenbank nicht komplett angezeigt wird. Aber ja, kommen wir dann dazu später. Unter Benutzer sieht man, wie gesagt, seine komplette Serverstatistik wieder mal. Man sieht vor allem auch, dass man selbst eingeloggt ist, dass eventuell andere Bots auf der Admin-Instanz eingeloggt sind. Das Schöne ist, man kann hier direkt wie normal auch Benutzer verschieben. Funktioniert auch recht gut. Man kann, das besonders Schöne ist, dass man Entschuldigung. Dass man hier eben auch direkt sagen kann, man kann die Rechte des einzelnen Benutzers bearbeiten. Ja, ob es funktioniert oder nicht, hängt ein bisschen davon ab, wie das Programm gerade Lust hat. Was auch recht schön ist, man kann User eben als Server-Admin anstupsen oder eben gleich direkt kicken oder bannen. Wie gesagt, wenn man mal Probleme hat, damit geht es eigentlich recht schnell. Besonders nützlich ist das Ganze bei ganzen kleinen Kindern, wenn wieder irgendwann mal so ein, ja, irgendjemand meint, er muss ein bisschen bei euch auf dem Teamspeak die Sau rauslassen. Damit kann man, wie gesagt, sehr gut administrieren und demjenigen auch richtig schön mal zeigen, hey, man muss nicht unbedingt im Teamspeak sein, um hier ja, aktiv zu sein. Ist wie gesagt auch recht praktisch. Was auch recht schön ist, man kann hier einen Channel anklicken und kann Nachricht an einen Channel schicken oder eben an einen User oder an den kompletten Server. Ist auch kein Problem. Ist in dem Sinn schon sehr praktisch. In der Benutzerdatenbank sieht man, wie gesagt, sämtliche User-IDs. Man sieht vor allem auch, welche Datenbank-IDs sie haben, erster Besuch, letzter Besuch und wie oft sie allgemein schon online waren. Ist auch recht praktisch. Das Schöne ist auch hier wieder, man kann direkt nach bestimmten Gruppen suchen, eben nach einem Benutzernamen oder einer ID oder einem Login-Datum oder einer Datenbank-ID. Ist völlig egal. Und man kann hier auch wieder direkt sagen, man möchte diesen User bannen. Ja, das war es eigentlich auch schon. Das einzige Problem ist, wie vorhin schon gesagt, man sieht hier die Datenbank-IDs, er zeigt mir, weiß Gott, nicht alle User an. Das Problem kann man ganz einfach lösen. Wenn man hier seinen User nicht findet, sagt man auf Mehr laden und hat eben dann wirklich auch alle User. Warum das so programmiert ist, weiß ich nicht. Ich glaube, er zeigt auch nur die an, die zuletzt online waren. Und die länger nicht mehr da waren, werden dann ausgeblendet. Genau habe ich das aber noch nicht nachgeguckt. Ist auf jeden Fall auch sehr praktisch, besonders eben, weil man hier auch direkt sagen kann, globale ID kopieren, was für die Bans wiederum recht praktisch ist, wenn man dann sagen kann, okay, globale ID einfügen, Ban und auf Wiedersehen. Die Rechteverwaltung ist, wie gesagt, recht kompliziert, allerdings auch sehr praktisch, denn anders als bei anderen Programmen kann man hier auch Offline-User verwalten. Wir haben es vorhin schon gesehen, in der Datenbank-ID geht es, glaube ich, am einfachsten. Man klickt hier jemanden an, sagt Namen oder am besten globale ID kopieren, geht auf Rechte und kann dann hier eben direkt bei Client, sagt man hier, man fügt die globale ID an, sucht sie und kann dann die Berechtigung des einzelnen Users verändern. Was auch sehr schön ist, die Verwaltung über die Servergruppen ist zum Beispiel auch sehr einfach. Man kann hier direkt eine Gruppe kopieren, kann die kopierte Gruppe bearbeiten. Man kann hier auch sagen, man möchte nur zugeteilte Rechte sehen. Das Einzige, was ein bisschen schade ist, ist, dass man eben nur die Rechte sieht und nicht, was diese Rechte eigentlich machen. Von daher ist es vielleicht ein bisschen hinderlich. Allerdings gibt es auch genug Tutorials, genug Listen, genug Einstellungen, wo man eben nachgucken kann, was die einzelnen Rechte auch noch bewirken. Von daher sehr praktisch, sehr übersichtlich vor allem und man kann hier vor allem, wie gesagt, auch Offline-User verwalten. Was auch recht praktisch ist, man kann eben auch Tokens und Kurzzeitpasswörter generieren. Kurzzeitpasswörter sind erst seit kurzem bei Teamspeak eingeführt worden. Heißt auf Deutsch, ich kann meinen Teamspeak-Server Passwort schützen und wenn ich aber irgendjemanden einladen möchte und möchte ihm aber nicht das Hauptpasswort vom Teamspeak geben, kann ich ein Kurzzeitpasswort generieren. Er kann auf den Server rauf, kann sich mit mir unterhalten und nach 24 Stunden ist das Passwort wieder weg, je nachdem, wie ich es eingestellt habe. Hier unten kann ich auch sagen, ja, ein Tag, 2 Tage, eine Woche. Und kann auch sagen, er hat mit diesem Passwort nur einen Standard-Channel, in den er rein kann. Er soll zum Beispiel direkt hier in den Raum 3, das heißt auf Deutsch, ich gebe ihm mein Passwort, er gibt das Passwort ein, verbindet sich und landet direkt bei mir in Raum 3. Wie gesagt, sehr praktisch, dass man das Ganze auch hier verwalten kann, was eben bei anderen Programmen auch nicht gegeben ist, zumindest nicht so in der Form. Allerdings, ja, überaus praktisch. Hier ist zum Beispiel unser vorhin generierter Server-Token, den ich bei hier auch, er ist nicht benutzt, das heißt, ich werde ihn auch wieder löschen, eben allein aus dem Grund, weil ein offener Token recht, ja, eine Sicherheitslücke ist. Von daher kann ich hier auch meine Token verwalten, kann neue anlegen und kann diese auch wieder löschen. Zuletzt kommen wir hier noch zu unserem wunderschönen, zu unserem, ja,
was halt noch übrig ist. Hier haben wir Zugriff auf unser Logbuch. Wir sehen, was genau passiert ist. Allerdings ist das Logbuch hier im Standard, in der Standardeinstellung für alle Server. Das heißt, egal auf welche Serverinstanz irgendwas passiert, es wird hier geloggt. Wenn ich jetzt nur für meine ausgewählte Server, wenn ich nur für meinen ausgewählten Server hier oben die Logfiles sehen will, muss ich eben hier meinen Haken bei Instanz machen und schon sehe ich, was alles auf meinem Server passiert ist. Auch recht praktisch, ich kann auch etwas eintragen, aus welchem Level auch immer. Zum Beispiel habe ich heute nachgeguckt, wird dann im Logfile erwähnt, wenn man die dann später richtig auswerten kann, hilft es vielleicht, dass man hier sich einen Marker setzt. Wie genau ihr das benutzen wollt, liegt es euch überlassen. Ich persönlich brauche es nicht, aber es ist eine schöne Funktion. Was auch sehr praktisch ist, man kann hier seine laufenden Datentransfers sehen, allerdings auch nur für die einzelne Serverinstanz, auf der man gerade ist. Heißt auf Deutsch, wenn ihr irgendwann mal glaubt, irgendjemand lädt bei euch irgendwelche illegalen Dateien hoch, damit könnt ihr nachgucken, was für Dateien hochgeladen sind, beziehungsweise welche gerade bearbeitet werden oder auch runtergeladen werden oder hochgeladen werden. Das Ganze ist auch sehr praktisch, wie gesagt, wenn man eben nach einen sehr hohen Traffic hat und sich nicht erklären kann, wo der eigentlich herkommt. Auch sämtliche Avatare, die die einzelnen Benutzer hochgeladen haben, kann man hier eben abrufen. Unter anderem eben klickt man hier einfach einen an, sieht dann hier, okay, gut. Man kann das aktualisieren, das heißt, man lädt ein neues Bild hoch, man kann sich das Bild herunterladen oder eben auch einfach löschen. Bei Usern, die schon sehr lange nicht mehr online waren, wie hier zum Beispiel, wurde hochgeladen am 25.02., kann man eigentlich löschen, aber ja. Hier kann man sich die einzelnen Icons, die hochgeladen wurden, ansehen, kann auch neue hochladen, herunterladen und eben, wie gesagt, auch löschen. Geht aber wesentlich schöner über den Teamspeak-Client. Die Funktion ist auf jeden Fall vorhanden. Das Schöne ist vielleicht, man kann hier gucken, wann wurde es hochgeladen, kann alle löschen, neue löschen. Oder man sagt, okay, die größten 20 werden jetzt einfach mal gelöscht. Ich meine, ein Icon mit 3 Megabyte hier für WoW, mit 3 Kilobyte. Ja, gut, recht groß, während hier anderes nur 365 Byte hat. Wie gesagt, was man braucht, kann man hier eben auch bearbeiten. So, das waren die beiden Teamspeak-Programme, die ich euch eigentlich zeigen wollte. Wie gesagt, ich persönlich finde den JatQA wesentlich besser, auch wesentlich funktionsreicher, dafür auch ein bisschen komplizierter als den TS3-Admin. Dafür ist der TS3-Admin eigentlich sehr schnell erlernbar. Man hat keine Probleme mit der Syntax, er ist eigentlich auf den ersten Blick sofort einsehbar und man kapiert auch, was gemeint ist. Welches Programm ihr benutzt, bleibt euch überlassen. Ich habe euch auf jeden Fall diese beiden mal vorgestellt. Ich persönlich, wie gesagt, bin von beiden recht begeistert. Ich hoffe, das war sehr hilfreich für euch und dass ihr bei weiteren Tutorials auch wieder reinschaut. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, man hört sich irgendwann wieder.